Fena, congratulations to your first game, starting from the beginning and then your first goal. How do you feel? Well, with everything you just said, I'm really happy. And we won. We got the 3 points, but still, I think we can do a lot better. So I think we have to like talk about it, and then so we can show like the next game better speed. Do you have an idea what was so difficult today? Yeah, I think we have a lot of games, so maybe it's a bit in our heads that a lot of games are upcoming. And of course, we had some changes in the team today, so. And it's early in the season, so we all have to get used to each other. So I think it's like part of the process that not everything goes well. And also Nürnberg, I don't know if I said that right, but they were also like very aggressive. Aggressive in the duels. So it was hard, but I still think we could do better. And so yeah, we have to talk about that and next time better. And now the next game is Paris. Are you excited? Yeah, I'm very excited. Always Champions League are like, games are so beautiful and I think everyone wants to play those games. So yeah, today was 3 points. We have to go for the next game. And then I hope we have a good game on Tuesday. Thank you very much. Enjoy your evening. Thank you. Chantal, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Erster Pflichtspiel, Starteinsatz. Wie fühlt sich's an? Ja, im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich, das erste Mal von Anfang an auf dem Platz gestanden zu haben. Klar, die Art und Weise, wie wir dann am Ende den Sieg eingefahren haben, ist nicht ganz so zufriedenstellend. Und da werden wir auf jeden Fall das Ganze aufarbeiten, dass wir da am Dienstag mit einem kühlen Kopf dann auch nach Paris fahren. Hast du so kurz nach dem Spiel schon eine Erklärung, was heute so schwierig war? Ja, wir haben es nicht geschafft, die Räume zu finden und dann auch mit Mut zu bespielen. Und dementsprechend kamen wir auch nicht zu so vielen Torchancen, die wir eigentlich haben wollten, dass wir auch die Anzahl der Tore dementsprechend hochschrauben können. Da hat es ein bisschen gefehlt heute. Als nächstes steht Paris an. Bist du schon aufgeregt? Positiv aufgeregt. Also ich freue mich. Es ist ein extrem wichtiges Spiel für uns auch. Wir wissen, um was es geht. Wir wollen ganz klar in die Gruppenphase. Und da gibt es nur eins gewinnen. Super, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend und danke, dass du da warst. Danke. Tini, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast heute von Beginn an gespielt und durchgespielt. Wie fühlst du dich? Ja, ich glaube, es war ein klassischer Arbeitssieg. Ich glaube, war gut, dass wir ein frühes Tor oder relativ frühes Tor gemacht haben, sind dann aber nicht so in Spielfluss reingekommen. Deswegen haben wir es uns da unnötig, glaube ich, selber schwer gemacht. Auch zweite Halbzeit nicht so die Spielkontrolle gefunden, waren viel unsauber, haben nicht so oft die freie Spielerin gefunden und ja, dementsprechend haben wir es dann bis zum Ende spannend gemacht. Du hast schon ein paar Punkte genannt, was es heute schwer gemacht hat. Waren die Gedanken vielleicht auch schon in Paris oder würdest du sagen, das spielt bei so einem Spiel eigentlich keine Rolle? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Also ich glaube, wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet, haben trotzdem leider nicht so eine gute Leistung auf den Platz gebracht, wie wir wollten. Trotz allem haben wir die 3 Punkte jetzt eingefahren und ab jetzt geht dann die Konzentration auf Paris. Von daher hat es jetzt vorher keine Rolle gespielt, aber ab jetzt geht es dann mit Fokus dahin. Bist du denn schon aufgeregt vor dem Champions League-Spiel? Noch nicht, nee. Ich denke mal, wir werden uns gut vorbereiten, werden vom Trainerteam wieder gut eingestellt sein und bereiten uns so vor, dass wir auf dem Platz dann wieder volle Leistung zeigen können. Hast du schon eine Idee, was euch da erwarten könnte spielerisch? Ja, ich glaube, man hat jetzt schon in der Quali-Runde zuvor gesehen, dass sie gegen Arsenal ein extrem gutes Spiel gemacht haben, auch gegen Vorjahres-Halbfinalisten. Von daher glaube ich schon, dass wir da einen starken Gegner erwarten werden. Dem wird es wird es uns gelten, dagegen zu halten und auf jeden Fall auswärts schon ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und bin mir aber sicher, dass wir uns in den 2 Spielen durchsetzen werden. Super, danke dir. Dann genieß deinen Abend. Danke.